Nackels. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge Smiller. Wir machen Musik an und mal ein bisschen lauter. Wir sind alleine und wir spielen den neuen Gott hier. Den habe ich echt noch nie gespielt. Hier, den könnt ihr sehen. Null Worshippers. A bit first time. Nebenbei ein bisschen Eistee trinken. So viele Diamonds hier, über die Hälfte. Und wie gesagt, wir spielen neuen Gott in der Hoffnung, dass wir carryen. Ich habe echt keine Ahnung, wie er funktioniert. Ich habe nur ein paar Mal gesehen, wie andere ihn spielen, aber... Mal gucken, ob ich gut bin oder nur Killstealer. Okay, war schon. Okay. Wir sind nicht gelevelt. Das ist doch schön. Zieht einen schweren Match aus. Also ich kenne die Ult. Das ist einfach so durch die Gegend dashen. Dann haben wir noch andere komische Abilities. Ja. Mal gucken, was wir können. Also. So. So. Okay. Wir skillen die 1 wegen der physischen Power. Die 2 gibt... noch irgendwie Leistchen, ne? Ach, egal. Man spielt ja irgendwie mit Penetration und so. Heißt, die macht, heißt, wir tanken die Buster machen dann. Ja, die ganze Arme aus. Hi. Hi. Okay, wir fangen an mit Damage Bar. Grupa! Yes! Not a problem! Naja. Mal gucken, ob ich den Gott mag irgendwie nach der Runde hier. Erste Runde. Egal wie schlecht es ist, ich lade es hoch. Man macht zuerst die 1, dann die 2 für den Damage. Die 2 macht der Damage over time, ne? Ach ne. Oder was macht die? Egal, 1 und 2 macht. Heißt quasi so rauf. Dann irgendwas mit der 2 machen. Oh Gott, oh Gott. Ich mache irgendwas komisches. Das hielt mich. Ah, super. Jetzt frage ich nur, was vom Fitzen die alle erzählen. Meine 3 ist einfach nur so ein Jump. Oder vielmehr ein Escape, weiß ich nicht. Ultimate is down. I will be right back. Goodbye. Awesome. Nice. Das ist nicht besser als gedacht. Naja, Gott, hoffentlich okay. Wie sieht das mit Kuda an? 15, 10, 15, 90. 90 Sekunden auf die Ult. Was war der Buff? 1. Also 1 und 2 drücken. Okay. Need healing. Okay, der Tier ist cool eigentlich. Aber ganz ehrlich, dieser Gott ist aber nichts für mich. Er sieht cool aus. Ganz. Sein Aussehen ist echt cool. Oh Gott, oh Gott. Nur halt, ich muss lernen, ihn zu spielen. Aber die 1, 2 Mann ist besser, ne? Physical Lifestyle, okay, es ist die 2. 1, 2. Hoffentlich läuft da was. Awesome.
Sorry. Yum, 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 yum. Hello. You rock. Be careful. Der klatscht wieder. Nein, da habe ich keine Emotes. I'm the greatest. Also 1, 2 machen irgendwie und hoffen, dass darauf was wird. Okay. Ich hoffe, ich spiele es richtig. Okay. Naja, Wave Clear scheint daher zu haben. Oops, I'm the greatest. Oh Gott, oh Gott. Assistance might lose. Awesome. Die drei, was macht ihr eigentlich? Heal per Hit und irgendwie sowas, ne? Okay. Ein bisschen Schnupfen, deswegen. I'm sorry. Aber das sind Pfützen. Die fallen mir jetzt auf. Pfützen. Kann ich hier wirklich aussaugen? Aha, besorge ich die auch? Schön. Und wie lange kann ich daran saugen? Also irgendwie kommt mir so vor, als würde ich gar keinen Schaden machen. Egal. Geht überhaupt was durch Wände bei ihm? Das weiß ich gerade nicht. Egal, finden wir heraus. Also ganz ehrlich, mir kann auf Force will ich nicht so viel Schaden machen. Wie stark ist mein Heal? Macht mal Schaden, bitte. Bitte. Danke. Super Ding. Akku fast leer, zeigt mein Handy an. Interessant. Warte, ich will meinen Heal mal ausprobieren. Wie stark ist mein Heal? 31 die Sekunde, wenn ich draufstehe, ne? Aber extrem lang hält die Pfütze auch nicht. Das ist vielleicht mein Heal von 200 Leben oder so. Ich halte noch nicht besonders viel von den Gott. Aber schauen, wie es noch im Verlauf des Spiels ist. Ich kann für sie keinen Schaden machen. Naja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Kraft. Oops.
Ups. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf doch wohl hier die Pizza haben, oder? Eins, zwei, die Kombo ist aber richtig, ne? Ich denke schon. Aua, aua. Oops. Sorry. Jetzt wieder Nase hochziehen. Schön, das hier. Überwände geht aber auch, oder? Und goodbye. Wir bauen Titan Spain und gehen ein bisschen tanky, würde ich mal sagen. Naja. First time. Läuft eigentlich ganz gut bisher. Aber ich glaube, ich spiele irgendwie falsch. Ich weiß nicht, wer ihn besser spielen sollte. Ich feuer die ganze Zeit 1-2 auf die Gegner und mehr weiß ich auch nicht. Aber die Reichweite ist hoch, finde ich. Ja, hier bis zum Kreis. So. Weil die Reichweite ist schön. Lässt sich sehen. Oh, Silberchen, willst du mich? Ich sehe deine greedy Augen. Great need healing! Oh oh. Okay, wir haben nichts getroffen. Hau einfach ab. Was, Voice Pack ist schön. Hast du ihn? You're pretty good. Just what I'd expect. You rock. Be right back. Oh. On my way. Kommt da rein, der Junge. Können wir gleich gemeinsam begrüßen. Buddy, join your channel. Lass mich in Ruhe.
Okay. Ich bin in einer Aufnahme. Alles trotzdem gern hier zu hören. Ich spiele gerade zum ersten Mal den neuen Gott. Und ich denke so, wenn ich das allererste Mal spiele und keine Ahnung, was ich mache, erstmal aufnehmen. Ich weiß jetzt endlich, wie die Pfützen aussehen. Wovon alle reden. Ich wusste das ja vorher nicht. Ja, mal lobe ich wieder rein klauen. Oh, Narvik. Was ist? Narvik könnte ich klauen, aber der ist in der Hafka. Den kannst du nicht moven, hast du nicht Rechte. Warum? Was ist der letzte Narvik? Ja. Wie wär's mit Jan Philipp? Wacht, ist Thomas da? Erste Mal. Thomas ist da, oh oh. Ich glaube, ich muss jetzt mal niemand. Finde ich voll cool, wenn für Lowlife-Typen direkt ein Kraken abgefeuert wird. Einfach so ein Safe-Kill, direkt Kraken. Ah, tot ist tot. Ja, so sehe ich es auch, aber Kraken, noch mehr Tote wäre noch cooler. Kennst du das befriedigende Gefühl, wenn du hast den Game joins und liefst und der andere schafft es noch zu starten? Dass danach sein Smite ein bisschen rumbackt. Wie schätzt du eigentlich den neuen Gott ein? Ist er schwer zu spielen oder stark? Er ist, ich würde sagen, nicht so schwer, er ist fast so einfach wie nie. Er ist. Ich verstehe den Gott nicht. Also es ist doch einfach nur 1 und 2 auf die Gegner vorhin irgendwie Basics machen, ne? Ja. Nicht. Ulten eventuell. Und dann weg ulten oder töten mit Ult, wie auch immer. Welche Situation sich halt zuerst ergibt? Die Zahl zwischen 1 und 81. Die 78. 80. Oder die 6, mein Lieblingsgott. Egal, ich bin noch keinmal gestorben mit dem Gott. Noch ist alles cool. Mama, GG. Hatte. Oh, jetzt bin ich einmal geschoben. Hat der Gott irgendeine spezielle Combo? Wie gesagt, das ist cool. Ja, 1 und 2, wenn nicht. Das macht aber irgendwie wenig Schaden. Sag ich mal so. Aber ich werde nicht gleich auf den Text mit Lifesteal und so. Mach mal einen Fendel raus. Dann? Du bist danach so abgehakt. Ich bin abgehackt? Ja, nach, also mit dem Satz könnte man sagen. Ja gut. Also ich habe jetzt Jutus, Blutschmier, Titanfluch und jetzt durch mir Void Shield. Weil ich einfach von Najar nicht ganz gewonnen hätte werden möchte. Das ist eine gute Idee. Immer noch abgehackt? Jetzt. Weiß ich nicht, red weiter. Okay, nicht. Alter, wenn ich so weitermache, mache ich ja fast schon vielleicht mein Viertel-Life weg von links. Boah, man, keiner. Aber das Voice-Pack ist schön, aber keiner respektiert mich. Von den Gegnern, die denken alle, ich bin useless. Bist du ja auch so mehr oder weniger. Ja, ich weiß mit dem Gott noch nichts richtig anzufangen. Obwohl ich 5-2 habe. Geht eigentlich. Aber der Schaden ist irgendwie nicht da. Also ich bin ja immer AU. Und ich meine, bei AU ist der Schaden ja auf jeden Fall da. Ich
brauche Leben, deswegen gehe ich auf geflügelte Klinge. Kannst du mir mal erklären, warum ein Rama gegen Bastet Meditation gekauft hat und ich springe? Because es ist eine keine Ahnung. Oh Gott. Töten und abhauen, töten und abhauen. Oh Gott. Ich bin wie eine Fledermaus. Sei die Fledermaus. Ich hatte die beste KD aus der Runde. Sehr schön, gefällt mir. Obwohl ich mir wie scheiße vorkomme. Na egal. Ach, jede Basic macht aber auch gleich viel Schaden, ja, ne? Nur die letzte ist halt AOE. Ja. Alter, ich muss mir den Eingriff von Jungle Buff machen, wie damals Osiris. Bin ich des Wahnsinns? Ich schlage mich mit einem Fafnir. Nein, mit einem Erlangen will ich mich nicht schlagen. Nee, nee. So gut bin ich jetzt auch nicht. So, Pott rein und ab ins Finale. Noch Gegner mal 40 Punkte. I need the Jungle Buff, Kronos. Boah, ich habe einen Follow-up von meinem Team. Aber ich habe auch die Runde ein gutes Team. Wenn ich Aegis zünden könnte, hätte ich ein gutes Team. Okay. Da haben wir so einen OP-Kraken. Scylla hat einen Double-Kill. Es wird spannend. Ja, aber Scylla ist irgendwohin verschwunden. Chuck Blink! Und Chuck hat einen Kill. Oh Gott. Der grüne Mann, der weiß, dass er alles kann. Oh, Scylla hat schon wieder einen Double Kill. Der grüne Mann kann doch nicht so viel. Ja, lange, ich liebe ihn mal. Ich bin der neue Gott, ich bin voll stark. Was kann der Gott noch alles? Der kann eben nicht. Das ist es ja. Also, so Cold Control hat er jetzt nicht so krass, ne? Nee. Außer den Slow. Ich habe gewonnen! Erstmal mit dem neuen Gott! Direkt 18 Anbeter oder so wahrscheinlich. Ist noch ein Beta-Event, ne? Ich gehe davon aus. So, guck erstmal aufs Handy, gucken, wer geschrieben hat während der Runde. Nee, natürlich nicht. Okay. Oh, 21 Anbeter. Ist ja viel besser. Alter, 3 Runden und ich habe ihn auf 1 gelevelt. Ja, komm, mache ich jetzt ganz schnell. Alter, ich habe 16.200 Player Damage gemacht. Mehr, aber mehr ist Naja. Ich weiß nicht, wenn sie den Damage hoch machen würden, ich glaube, dann wäre er wiederum nicht balanced. Er ist balanced. Findest du auch? Oder sollte man den ein bisschen auf Defense spielen? Ich weiß nicht. Ich finde den Gott kacke. Ich auch. Aber das war eine Folge mit ihm, meine erste und wahrscheinlich auch die letzte. Es kommt keine Erklärung, weil ich vom Gott halte. Es gibt kein Tutorial, kein Itembild von mir. Nee, nee, könnt ihr vergessen. Ich glaube, das ist die letzte Folge, weil ich wette, die nächsten Runden werden kacke. Naja. Ich weiß nicht. Ja? Der Gott ist langweilig. Dann schläft in der Runde ein. Das ist ja...
du hast Abilities, die du hundertprozentig fast triffst. Wow, das bisschen Leiste kannst einer Fenrir mal. Obwohl doch, Attack Speed probiere ich nochmal aus. Tschüss, ihr drei, und bis zur nächsten Folge. Euer Orios. Attack Speed. Attack Speed, voll die gute Idee.